Grüße, liebe Clasher, hier ist wieder euer Thorsten Akatoto beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es ja schon im Thumbnail sicherlich gesehen, die sogenannten Engineered Bases. Ich weiß gar nicht, wie der Begriff überhaupt auf Deutsch heißt, aber letztendlich habt ihr auch schon in meinem letzten Video gesehen, dass wir wieder gegen einen Clan ankämpfen müssen, der sogenannte Engineered Bases hat. Das heißt, diesen Bases hier fehlt immer ein gewisses etwas an Defense, nämlich oftmals ist es der Adler oder es sind die Inferno-Türme und dementsprechend niedrig sind die im Ranking und sind uns hier, muss ihr seht es selber, haushoch überlegen. Also solchen Clans rennt man einfach immer nur hinterher. Das heißt nichts anderes als, dass die ein Dreier nach dem nächsten bei uns gemacht haben, gerade im 10er-Bereich, die auch richtig wehtun. Also Hocke hier mit seinem 10.5, der Gara ist ein 10er. Amelot 10, Waveliner, alle gedreiert hier. Hier unten noch nicht ganz so stark, aber ich denke mal, die haben noch so viele Angriffe über. Das wird sicherlich nur eine Zeit sein, oder eine Frage der Zeit sein, wann auch die Bases gedreiert werden, denn die, die hier alle noch offen sind, sind alles Elfer. Ja, alles Rathaus 11 Accounts, aber jetzt auch nicht so, ja, ich will nicht sagen, nicht so wirklich gut, aber sie sind schon sehr stark und wir gucken einfach mal in so eine Base rein. Ja, das ist so ein 10er hier. Der hatte sogar Infernos. Ich meine, den hat Hocke jetzt gemacht. Aber Hocke ist auch ein 10,5er, also ein 11er. Und hat sich die Base hier ganz bewusst wahrscheinlich rausgepickt, weil es die einzige Base ist, der 10er. Ich hatte mich da doch vertan im letzten Video. Die Infernos hat, alle anderen haben nämlich keine Infernos, aber trotzdem packen wir diese Bases nicht. Das ist so ein bisschen wie verhext. Also auch ich bin an so einer Base gescheitert ohne Inferno-Türme. Und auch gar nicht die Def so stark, aber Max Helden immer in der Base und eine voll ausgebaute Rest-Def. Das heißt also volle Mauern, der Rest auf RH-10-Niveau, also auch die X-Bogen, die beiden sind auf 4 und die Tesla sind hier voll ausgebaut. Ja, was willst du da machen? Ich meine, der Hocke macht das hier richtig super. Ich habe jetzt immer noch nicht gesehen, ah doch, jetzt weiß ich endlich, wofür den Skelettzauber gebraucht hat. Ich glaube, er macht damit nämlich hier links gleich die Bauhütte. Und was mir auch aufgefallen ist, ganz nebenbei, ich hatte in meinen letzten Videos immer einen Mauszeiger mit im Bild. Das war natürlich doof. Das habe ich erst später gesehen, der ist jetzt weg. Das habe ich gefunden, woran das gelegen hat. Und der ist jetzt weg, aber der Hocker hat hier einen schönen Dreiständer hingelegt, obwohl jetzt noch echt viel Def lebt. Aber jetzt kommt gleich der Skelly-Zauber hier von links. Und der bringt nochmal richtig Skelette hier mit in die Base. Er hat ihn jetzt mittlerweile auch auf 3. Ich weiß, muss ich mal selber nachschauen, wie viel da eigentlich rein spawnen. Aber hier geht jetzt nochmal richtig was in die Base rein. Queen lebt noch, ein Bowler ist noch da und richtig viele Hexen. Und die tanken natürlich perfekt für den Rest dieser Base hier. Und so waren das zumindest hier erstmal 3 Sterne. Aber in den anderen Bereichen tun wir uns wirklich, wirklich schwer im Moment. Und wir finden einfach kein Mittel gegen die, gegen diese Übermacht hier. Ich weiß nicht, woran es liegt. Als wir den Gegner hier natürlich gesehen haben, ja, auch das, der 13er, auch der ist ein 11er. Also Jere, weiß ich nicht, wie viel er da jetzt kassiert. Aber alle anderen hier bis runter, ich glaube, der 11. hier ist noch eine Base, die keine Infernos hat, kein Adler hat. Also das ist ein 10,5er hier. Okay, die Helden sind 29, 28 bei dem hier. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Das ist noch ein 10er. Aber hier unten auch kein Adler und 2 Infernos, Max Helden. Ja, also es ist wirklich krass. Und diese Kollegen hier machen dann in erster Linie einen 10er bei uns, dreiern den ganz locker, meistens aus der Luft oder sehr, sehr häufig aus der Luft und können dann natürlich ganz bequem ihre anderen Angriffe abspulen. Wir tun uns hier in diesem Bereich wirklich, wirklich schwer. Ich habe, glaube ich, den, ich muss mal gerade gucken, ich habe den 18er genommen. Ich zeige den auch einfach mal, weil es echt ein schlechter Einsterner war.
Ich meine, hier, das ist eigentlich eine 9er Base, ein bisschen mit 10er Dev. Und hier war einfach mein Fehler, dass ich die Bola etwas zu früh geschickt habe, weil genau ein Lager, nämlich dieses Lager hier, hat dann meine Bola dazu veranlasst, meine Rest-Bola, doch ein bisschen weiter nach außen wegzudriften. Und so kam ich in diese Base hier mit wirklich wenig Bolern letztendlich rein. Denn die setze ich jetzt mit Masse hier und auch den King, und jetzt driften die ganz, ganz leicht ab. Und da war dann auch nicht mehr der Sprung. Jetzt komme ich nur mit so ein paar Bolern hier erstmal in die Base. Jetzt gehen sie erst rein. Und aber dennoch, bis hierhin sah es noch ganz gut aus. Queen geht auch noch gut mit. Meine Heiler waren allerdings schon auf der linken Seite hier unten verstorben. Und so hat sie am Ende, also es sind alles Anti-3-Sterne-Bases hier, so hat sie am Ende so ein bisschen, nicht wirklich mit der Zeit gefehlt, denn die Queen geht jetzt gleich drauf. Ich habe mal einen Fries mitgenommen für diese Base hier. Das war sicherlich auch nicht schlecht, aber hier kämpfst du wirklich gegen an, und wenn ihr das jetzt seht da oben, der King wird jetzt zwar geheilt, aber muss jetzt durch eine Mauer nach der nächsten, und ich glaube, ich habe dann am Ende auch nicht mal mehr mein King gezündet. Ich habe den einfach in der Heilung durchlaufen lassen. Es hätte eh nicht mehr 1% gebracht, denn der muss jetzt durch 1, 2, 3 Mauern durch, und da braucht er einfach viel zu lange für, wenn der gar nichts mehr dabei hat. Ja, ich hätte ihn hier jetzt zünden können, wäre vielleicht noch der Bogenschützenturm draufgegangen, aber die Zeit war auch um, und deswegen war das hier ein schlechter Einstellung. Hier im unteren Bereich ging es eigentlich, aber wir tun uns auch bei den Neunern sehr, sehr schwer, und ich glaube sogar bei so einer Base hier, aber wir gucken uns mal die Base hier an, die hat der Popi gemacht. Jetzt guckt euch mal die Helden an, obwohl die, das war noch eine, ja okay, das ist der, das wäre der kleinste hier, aber ist ein RH9 immerhin. Ohne X-Bogen, ohne alles, und klar, im Ranking ganz, ganz weit unten, hat jetzt auch nicht so die Super-Dev. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass das, glaube ich, eine der einfachsten Bases hier war. Aber zumindest waren das hier 3 Sterne, bei den anderen 9ern haben wir uns fürchterlich schwer getan. Wirklich gute Bases hat der Gegner, das kann man nicht anders sagen. Und unsere Strategien haben da einfach noch nicht wirklich hingehauen. Ich werde gleich mit dem AFA ein Live-Angriff machen am Tablet in dieser Folge, denn der AFA hat noch gar nicht angegriffen. Eigentlich ist er vom Ranking her sehr, sehr hoch, mit 25er König, glaube ich, und 26er Queen. Wir gucken gleich mal, der hier war ja nun wirklich low, aber wenn wir jetzt mal eine Base höher gucken, das ist der 29er hier, die Base ist totaler Mist, ja, aber hier lauert eine 30er Queen und hier lauert ein 24er König. Der hatte überhaupt keinen Flächenschaden hier. Ja, das war noch nicht mal ein Opfer. Hier ist jemand dran gescheitert mit einem Stern. Und aber so sieht so eine Engineering Base aus. Keine X-Bogen. Und diese Base hier hat nur einen einzigen Minenwerfer, also einen Flächenschaden für Bodentruppen und einen Flächenschaden für Lufttruppen. Ja. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht hat man zu viel Respekt vor solchen Clans hier an der Stelle und hat dann so ein bisschen Schiss auch auf diese Bases hier zu treffen, denn wie gesagt, die waren wirklich gut. Queen und King sind immer relativ gut positioniert gewesen beim Gegner. Das waren relativ normale Neuner hier mit X-Bogen, Max Def und auch noch nicht Max Mauern, hurra! Der Rest sah dann schon viel, viel anders aus. Ein schöner Golaloon hier vom Dan. Aber ich glaube, der Dan ist auch ein RH10. Hat also einen Zauber mehr. Hat die Hunde auch schon auf 3. So mussten wir hier mit den 10er Accounts jetzt so ein bisschen runtergehen. Der CK ist ja noch nicht zu Ende. Also ich muss mal gucken, wo ich meinen zweiten setze. So ein bisschen kristallisiert sich das raus, dass ich den wahrscheinlich auch auf einen sehr, sehr starken oder hohen 9er setzen muss. Und er macht das hier aber wirklich gut mit einem lupenreinen Golaloon. Und dann ist es doch immer so ein bisschen die Übermacht der 10er gegenüber einem Max RH9 mit richtig vielen Loons. Der letzte Hund poppt nicht mal mehr auf.
Aber er hat hinten Glück gehabt, dass wenigstens ein Lava-Hund aufgegangen ist und die ganzen Puppies jetzt schön verteilt hinten auf die Lager gehen. Und so waren das die schönen 3 Sterne von Ben. Aber ihr hört selber so ein bisschen an meiner Stimme. Man resigniert hier. Und ich weiß nicht, wann Supercell da endlich aufwacht. Das ist so zum Kotzen. Wir haben, ihr habt das im letzten Video gesehen, wir haben 6 Elver und der Gegner hat die 13. 13 Elver. Das ist schon ziemlich krass. Diese Base hier haben wir ganz, ganz oft angegriffen. Ich weiß gar nicht, warum die nicht fällt. Die werde ich jetzt gleich antesten. Denke ich mal mit meinem RH9-Account. Und ich gucke mal gerade, ob ich das passende Wireless LAN habe. Ja, ich habe das passende Wireless LAN. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in diese Base hier. Wir scouten die mal. Dann wird hier sicherlich gleich das Attack-Zeichen kommen. Beziehungsweise nein, ich attacke den nicht. Sondern der Avatar wird den Gegner hier attacken. Und ich muss mal eben runterscrollen. So, jetzt habe ich den Gegner. Und ich gucke mal, wie ich dem jetzt entgegensetzen kann. Ich habe jetzt schon etliche Angriffe auf diese Base gesehen, aber noch keine Base oder noch kein Angriff hier war erfolgreich und es ist wirklich so ein bisschen zu kotzen. Wir gehen hier live rein. Ich bin am Tablet, ihr kennt das Spiel, und mache jetzt hier meinen Angriff. Gefunnelt haben die Kollegen immer hier unten mit einem Babydrachen und hier mit einem Babydrachen, damit ich gleich über die Ecke mit meinen Packers reinkomme. Jetzt muss ich hier, setze ich mal meinen Magier und 2 Bogenschützen, damit hier der Cleanup weiter läuft. Jetzt muss das Lager hier unten unbedingt weggehen. So, das Lager ist weg. Dann kann ich jetzt auch meine Packer hier reinschicken. Ein Packer läuft schon mal nicht so schön für mich, aber das macht jetzt nicht. Ich komme jetzt mit meinen Helden rein und komme jetzt auch mit meiner Clanburg hier rein und gucke mal, wie ich jetzt mit den restlichen Truppen, wenn die Queen denn hoffentlich auch... Nein, die Queen geht rum. Die Queen geht hier rum. Okay, der Lava-Hund tut im ersten Moment jetzt nicht so weh. Aber wir gucken mal, was wir mit dem Lava-Hund im Nachgang machen können. Jetzt muss ich selber mal gucken. Ich hatte, glaube ich, hier immer gesehen, dass die Loons geschickt, die Hunde geschickt wurden. Und setze hier jetzt mal mein Heil etwas eher, dass die Hunde jetzt schon in Heal sind. Denn die waren bisher immer schlecht in Heilung von mir. Also da habe ich wirklich den Sprungzauber, die Heilzauber wirklich scheiße gesetzt, kann man nicht anders sagen. Und mal sehen, wie ich hier jetzt durchkomme mit meinen Truppen. Aber ich glaube, die Hawks werden es hier auch nicht reißen. Ich habe jetzt zwar noch relativ viel außen am Laufen und in der Mitte habe ich sogar noch einen Heiler. Hurra. Der ist jetzt leider auch weg. Ja, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe hier jetzt zwar noch viel Truppen und richtig viel. Oder ich habe noch ein bisschen. Ich habe noch einen Heiler. Aber 1:12. Ja, ich weiß nicht. Wer soll es da noch reißen? Also so ein. Die Base hier sieht nicht sehr stark aus, aber sie ist schon sehr verzwickt und ein RH10 hatte hier die gleiche oder eine ganz, ganz ähnliche Base. Ich kann meine Queen noch zünden, das ist natürlich nicht schlecht. Aber ihr müsst mal gucken, wie weit ich jetzt noch kommen muss mit meinen ganzen Truppen. Das ist noch eine ganze Ecke und es ist noch viel zu viel für 47 Sekunden. Das, ich meine, klar, wenn das jetzt noch 1 Minute länger gehen würde, dann würden meine Truppen hier sicherlich durchgehen. Aber so überhaupt keine Chance. Meine Queen wird hier jetzt geheilt. Ich habe zwar noch die Päcker, aber das dauert alles viel, viel zu lange. Und Sonnebase machst du entweder mit Hawks oder du machst sie halt mit Lufttruppen. Jetzt kriegt meine Queen hier Beschuss. Jetzt zünde ich die mal und jetzt gehen da zwar noch ein paar Truppen rein, aber außen ist noch ein Lager. Und der Heiler wird jetzt noch weggefegt. Jetzt ist mein King schon mal down. Die beiden Päcker müssen sich jetzt noch durch die Mauer fressen und die Queen auch. Also das, ja, wie gesagt, es dauert einfach viel zu lange. Totale Scheiße. Ja, 93% wieder nur auf diese Kackbase. Ach, wir sind ein bisschen am Verzweifeln. Ich auch. Aber was willst du machen? Ist halt so. Und so zieht sich das hier durch den ganzen CK durch. Dann hast du... Ja, ich will nicht sagen, du hast keine Lust mehr. Ja, aber das Ding hier scheitert einfach an der Zeit. Wir hatten hier so echt viele Angriffe drauf und alle sind an der Zeit gescheitert. Ihr seht das hier. 99%, Patrick.
Ja, und ich jetzt mit meinen 83% hier konnte auch nichts mehr reißen. Das war jetzt die 8. Verteidigung für die Base. Und das kann ja nicht sein, dass da jetzt ein 10er ran muss, aber wahrscheinlich wird es noch so sein. Hier im oberen Bereich ist es eigentlich gar nicht so schlecht für uns gelaufen. Der Lukas macht das genau richtig hier. Haut hier richtig mit Bolern rein. Valkyren. Und auch das hier ist eine 10er Base ohne Inferno-Türme. Mit nicht so stark ausgebauter Def. Also da fehlen noch die Magiertürme auf 10. Da fehlen die Bogenschützentürme noch ein Level. Und auch die Lars sind nicht so stark. Ja, aber es sind trotzdem stark und gut gebaute Bases und du kommst hier einfach nicht weiter. Man kommt hier einfach nicht weiter und vor allen Dingen, wenn du denn auch weiterkommst, hast du immer noch das Problem, dass die Elver auch sehr stark sind mit ihren Max-Helden und ja, die Dreiern einfach einen Zehner machen dann zwei oder manchmal auch drei Sterne, bei uns auch 11, aber im Zehnerbereich sind die halt sehr, sehr übermächtig. Ich habe mit Hängen und Würgen habe ich meine Base noch auf 2 Sterne bringen können, beziehungsweise hat die noch verteidigt, aber auch da lag es beim Gegner nur an der Zeit. Das war kein Spiel jetzt, wo meine Def voll gewonnen hat, sondern der Gegner hatte einfach keine Zeit mehr. Also wären das auch auf mich eigentlich 3 Sterne gewesen, auch von einem RH11 mit Max Helden. Ich weiß nicht, wie gesagt, wann Supercell das in den Griff kriegt hier mit den Engineered Bases, dass die im Ranking endlich da hingehören, wo sie eigentlich hingehören. Denn so einen Gegner würden wir hier nie finden mit 11, mit 13 Elvern gegen unsere 6 Elver. Nicht im Leben würden wir so einen Gegner bekommen. Und das ist dann mal wieder alles andere als Fairplay, obwohl dieser Clan hier in der Beschreibung ja Fairplay drinstehen hatte. Das hattet ihr schon gesehen, das habe ich im letzten Video gezeigt. Hat das hier nichts mit Fair zu tun, sondern eher eine unfaire Partie gegenüber den anderen Clans, die eigentlich relativ normal kämpfen. Aber auch der Marcel hier mit Bowlern gegen eine RH11-Base. Ja, aber RH11 ist da eigentlich nichts dran, außer das Rathaus. Die X-Bogen, 2 Stück nur. Ja, sobald der hier einen X-Bogen baut, wird der im Ranking höher fallen. Und dann nicht mehr an 14. Stelle hier stehen, sondern vielleicht an 5. 7. Stelle oder so. Ja, aber das machen die Kollegen halt nicht, um genau dieses kleine Manko hier bei Clash of Clans weiterhin auszunutzen. Und hier immer noch im CK so durchzurocken. Es sind dann natürlich auch gute Angreifer, die das sicherlich auch in Kauf nehmen, dass ihre Bases hier mal gedreiert werden. Aber es ist schon sehr, sehr schwer. Kann man nicht anders sagen. Aber was willst du machen? Da müssen wir jetzt durch. Und auch manche von denen greifen dann auch nicht so super gut an. Bei uns, ja, wir haben hier oben in den oberen Bereichen eigentlich genau das gemacht, was wir immer machen. Nämlich relativ gute und saubere 2, manchmal auch 3 Sterne, aber es werden halt nicht immer 3 Sterne. Und sehr, sehr häufig hat man hier beim Gegner auch die gleichen Clanburg-Truppen gesehen, nämlich einen Lava-Hund. Ihr seht da jetzt auch wieder einen Lava-Hund und einen Lohn. Und ja, das hat doch ganz schön abgenervt. Ich hatte immer gedacht, so ein Hund ist eigentlich nicht mehr so der Bringer in den Clanburgen, aber scheinbar ist er doch immer noch up-to-date und nervt ohne Ende, auch wenn er jetzt wenig Schaden macht, aber er nimmt sich halt jetzt einen Bowler nach dem nächsten mit sein bisschen, was der dann an Schaden macht. Maste kommt hier nicht mehr ganz an die Adler-Dev ran und so ballert die jetzt natürlich einen Helden nach dem nächsten da hinten runter. Während der Lava-Hund einfach so da jetzt den letzten Bowler macht. Jetzt erst dann, ja, den Warden macht, der wehrt sich natürlich nicht gegen den Lava-Hund, weil er nicht auf Luft steht. Naja, aber eigentlich schöne 2 Sterne hier vom Maste. Mal sehen, wo das noch hinführt, aber der Gegner hat gerade wieder gezeigt, dass er es kann. 3 Sterne auf Marcel. Marcel ist ein RH 9,5. Hat dann aber nur einen noch auf Fife geholt, einen auf Jere, also so dolle sind sie jetzt auch nicht. Es ist zu schaffen,
Ja, aber wir packen halt nichts. Wir schaffen hier nicht mehr genügend Sterne und 73, das ist schon ziemlich weit entfernt von 57. Ich denke, das gibt eine Packung hier. Kann man nichts machen, ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt zwei von meinen Neunern schon mal hingelegt. Da geht die Queen auf 23 und auch mit Thorsten klicke ich hier heute ganz bewusst auf einem Out. Nicht, weil ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe, sondern weil auch mein King heute noch ein Level hochgeht. Die 176.000 werde ich in jedem Fall zusammenbekommen. Ich habe noch richtig was in der Treasury. Nehme ich 7.000 und den Rest farme ich mir mit 1, 2, 3 Farmangriffen gleich noch rein. Und dann geht auch mein King auf seine vorletzte Reise. Ich habe zwei Bobs frei, da muss ich auch mal gucken. Ich habe jetzt noch zwei Langläufer dazwischen, aber die Zeiten werden dann auch ein bisschen kürzer für die andere Dev. Da muss ich mal sehen, wie ich hier weitermache. Aber ein Bob geht heute noch mal raus, aber einer wird auch fertig. Mein letzter Bogenschützenturm endlich. Und dann geht's hier an die Erddev. Mal gucken, Kanonen, Minenwerfer und auch die Fallen. Muss ich mal sehen, vielleicht nehme ich auch die Feger, denn ich finde die auch nach wie vor sehr, sehr wichtig. Aber das war's erstmal von mir mit einer etwas verspäteten Osterfolge Clash of Clans. Gerade Ostern kam ich jetzt nicht wirklich dazu, irgendwas zu drehen. Ostern ist immer so ein bisschen so ein Familienfest auch. Da ist man nicht zu Hause, da war man lange weg und das waren wir auch. Wenn euch es also gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Am Ende dieses Videos könnt ihr mich abonnieren und ich verbleibe, euer Toto. Flasht.